Bevor wir jetzt anfangen, Yes. noch eine Frage an Konrad. Ja. Ist dein Name jetzt, also dein Screen-Name, im Exil oder Konrad? Also wie soll ich dich jetzt in der Aufnahme nennen? Die Sache ist, Tilo nennt mich wahrscheinlich eh Konrad. Ja. Okay. Weil das mein Und Bruder ist. Okay. Konrad nennt mich Tilo, also kann man sagen. Ja, Ja. und ich nenne Tilo Xabu, also passt alles. Ja, Ja, puh. Lol. Das heißt, mein Argument ist auch deleted. Wir nennen dich beide Tamatu. Das heißt, du darfst entscheiden. Ja, ich nenne dich, wir sind bei BLB immer sehr strikt mit den Ja. Street Names. Also nenne ich euch Xabu und im Exil. Ja, dann lass uns doch versuchen, stick to the Internet Personas. Mir ist Ja, es auf egal, jeden. es ist euer Podcast. Ja, aber es ist die. Es ist doch voll gut. Ich finde, das ist voll in Ordnung. Lass das doch probieren. Es muss ja nicht sein, wenn wir es nicht konsistent durchziehen, so Leute, ne, dann gönnen wir uns den für heute. Dann gönnen wir uns den, dass wir keine konsistenten Namen besitzen. Nice. Namenfluide Wesen. Die beiden Brüder. Hey. Hallo Leute und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge der, ja, beiden Brüder, würde ich mal sagen. Moin. Und heute haben wir unseren zweiten Gast dabei und das ist der, ja, die meisten Leute kennen ihn tatsächlich schon von den fürchterlichen Freunden und er wurde auch des Öfteren schon mal erwähnt hier bei uns. Es ist der liebe Tamato. Hallo, ich bin der Tamato. Ich bin zum ersten Mal bei den Bananenbrüdern und freue mich auf tolle Gespräche. Ja, moin, wie geht's euch? Ich bin auch da. Ich bin der zweite kleine Bruder im Exil heute für euch. Internet-Persona, Künstler-Persona. Und wir freuen uns, ein gutes Triangelgespräch zu haben. Nice, ey. Genau, wie war denn für euch so die vergangenen 2 Wochen. Ist da irgendwas Interessantes passiert bei euch? Ich war heute im Schuhgeschäft. Im was? Im Schuhgeschäft? Ja, ich habe gehört, das ist ein heißes Ding 2021, in ein Schuhgeschäft zu gehen. Das ist so wie Freizeitpark. Oder sich beim Friseur den Bart schneiden zu lassen. Yeah, hast du das gemacht? Hast du es schön frisch gemacht? Ich habe das von außen betrachtet, dass es Leute gemacht haben bei uns wieder hier. Sehr schön. Es Ja, ein ist bisschen wieder fresh möglich. werden. Ja. Ich hab mir einen neuen Rasierer gekauft und mir ein paar neue Techniken angeeignet und kann mir mittlerweile meinen Bart ziemlich gut selber schneiden. Hast du Tutorials geguckt oder wie hast du die Techniken gelernt? Ein bisschen Learning by Doing auf jeden Fall, weil ich schon lange Vollbart trage. Und ich lasse mir jetzt einen Schnurrbart tatsächlich wachsen und also so einen richtig schön prächtigen. Und da habe ich mir ein paar Tutorials angeschaut. Jetzt vorhin war ich nochmal bei Rossmann und habe mir noch so Schnurrbartcreme oder so Bartcreme gekauft, um da ein bisschen mit rum zu experimentieren. Klingt wie Schuhcreme. Klingt wie Schuhcreme, ja. Schuhcreme habe ich auch da. Vielleicht kann man das ja auch kombinieren. Ich habe meine Haare das erste Mal komplett weg. Kein Schnurrbart mehr, gar nichts mehr. Ja, habe ich gesehen, wieder in deiner Story, ne? Yeah. Sahst echt süß aus, muss man sagen. Danke. Mua. Mua. Küsse gehen raus. Mua. Oh, Gruppenknuddeln. Oh. Seid ihr eigentlich, jetzt apropos Schuhgeschäft, seid ihr eigentlich Schuhfans? Weil das konnte ich nie verstehen, das Schuhfandom. Nee. So halb vielleicht. Also nee, kein richtiger Fan. Ich finde einfach aus hygienischen und fußbetttechnischen Gründen, es ist die einzige Sache, wo man was Neues kaufen muss in der Textilbranche an sich oder in der Modebranche. Ich bin ja so ein Dude, ne? Ich habe so Freunde, die stehen da total drauf auf Mode und Schuhe und die haben dann so viele, dass sie irgendwann mal einen springen lassen. Weißt du, die sind so hier, ich habe den übrig. Aber bei Schuhen, Alter, bin ich immer so, weißt du, das ist nochmal die eigene Welt des Fußes. Ja, ich mag tatsächlich, wenn wir jetzt mal mit dem Thema einsteigen, Lackschuhe ganz gern. Also entweder wirklich so Lackschuh-Slipper, wo du einfach so reinschlucken kannst,
Die habe ich allerdings auch nicht oft gesehen, aber es ist super bequem und angenehm. Oder eben so festes Schuhwerk mache ich auch gerne. Aber Was sind denn darf Lackschuhe? aber auch gern alles so diese Lackoptik haben. Also Lackschuhe, so wie Tanzschuhe, meinst du jetzt? Nee, wie so feine italienische Herrenschuhe, so die so. Die so glänzen, meinst du? Der feine italienische Herrenschuh. Ah, okay. Die man auch dann schön bearbeitet, wo man dann so, ich habe so ein, mein letzter Mitbewohner, der gute Gary, also der hat mal ein bisschen getischlert und so, und der hat mir so ein Schuhset mir da zurecht gemacht. Die mit so Bürsten und was hast du alles? Das ist sozusagen ein, wie so ein Werkzeugkasten nur für ein Schuhset. Eine Schuhtasche. Aber es ist ja keine Tasche. Nee, ist aus Holz Ist das tatsächlich. Holz? Schuhpflegekiste. Ja, das klingt gut, Ja, aus Zedernholz? Oder? Nein. Ich ja. weiß nicht, wie tief wir in das Rabbit Hole rein wollen. Tamato, du bist da ja auch kein Fan von. Ich habe auf jeden Fall. Jetzt gerade trage ich hauptsächlich Stollenschuhe, weil ich festgestellt habe, saugeil, also Hallen-Stollenschuhe. Das ist voll das Ding für draußen. Was sind denn Stollenschuhe? Ihr müsst mir alle Arten von Schuhe erklären. Ich kenne mich da gar nicht Also aus, wirklich. Stollenschuhe, die gab es beim Fußball. Ich glaube, das war, weil die Schuhe früher ja Ah. überhaupt keine Profile hatten. Das waren ja immer Mit so diesen eher. Noppen, ne? Drunter. Genau richtig. Und beim Fußball werden die ja so drunter geschraubt. Ich habe das damals immer gesehen, war also, boah, ganz schön brachial. Aber die gibt es auch für die Halle. Und dann sind das einfach so ganz viele Noppen nebeneinander. Und es hat auch so einen hohen Abstand aber. Und das Coole daran ist halt, also eigentlich sind die jetzt nicht so krass alltagstauglich. Aber das Coole ist, die laufen sich übelst lange ab, weil die ja diese langen Noppen haben. Ja, und dadurch habe ich voll lange Schuh. Bis es bei der Hauptsohle Ja, ist. das ist ein Problem, was ich auch habe. Ich leide ja unter einem gewissen Übergewicht immer mal wieder so. Also immer mal wieder nehme ich ein bisschen zu, wieder ein bisschen ab, so und so. Und mein Schuhwerk, das leidet anscheinend auch ein bisschen darunter, dass die immer ziemlich schnell unten durch sind. Zumindest erkläre ich mir das halt, ne? So. Ja, oder wegen den Kackbedingungen, unter denen die produziert werden, irgendwo in China oder so. Das kann auch sein. Also beides wird korrelieren vielleicht. Nee, ich brauchte einfach Schlappen. Ich hatte noch nie Schlappen. Und ich habe immer so welche aus Stoff gekauft oder so. Und dann waren die immer irgendwie, die waren immer schlecht. Und jetzt habe ich einfach ganz normale Schlappen, so wie ich mich erinnere, wie man früher Schlappen hatte. Ich glaube, das gehört zum Älterwerden, gehört zum Teil einfach die alten Dinge, die man uncool fand und nicht wusste warum, wieder zu entdecken und verstehen, warum sie cool sind, wie zum Beispiel Schlappen. Ja. Ja, bei mir sind es ja Crocs und dann Ja, auf trage ich jeden. immer Ja, Crocs. ich liebe Crocs. Ich liebe Crocs. Ist es eigentlich jetzt mal eine Frage, die mich schon interessiert, weil ich gehe immer gern mit Crocs zum Merkur, also zum Supermarkt. Ist das verwerflich? Weil der Gata zum Beispiel hat mir gesagt, das ist nicht okay, mit Crocs zum Merkur zu gehen. Okay. Das ist eine schwierige Frage. Also ich habe auch schon des Öfteren Leute, wenn die draußen unterwegs waren und Crocs anhatten, das kommt, glaube ich, auf das Allgemeinbild an, dann habe ich die schon innerlich ein bisschen verurteilt. Also das ist schon ein bisschen geblamed so dafür, was sie da Aber was gerade ist das tun. Problem? So, ne? Es muss ja erstmal ein gesellschaftliches Problem vorliegen, warum das nicht cool ist. Und wenn ich jetzt erstmal einfach so von mir aus denken würde, ohne kritisch oder einen anderen Gedanken zu haben, würde ich sagen, lass die Leute doch in den Supermarkt gehen, wie sie wollen. So, selbst Ja. barfuß, deren Füße werden doch dreckig. Man selber hat doch Schuhe an, man hat doch seine hochentwickelten super Raumschiffe für seine Schuhflora und Fauna, dass die nicht mit allem in Berührung kommen, die hat man doch extra an. Mit der läuft man ja auch durch den Dreck und so. Das heißt also, die Leute wollen das, glaube ich, eher aus einem Grund so, dass sich alle so ähnlich benehmen vielleicht oder so, weißt Ja, es ist, glaube ich, eher so ein ästhetisches Ding bei mir. Also es kommt halt, ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, es kommt auf die Umgebung an, es kommt auf die Leute an, ja, und eben die Location, wo das stattfindet. Also vor ein paar Jahren wohnte ich in einer ziemlich runtergerockten Gegend, wo relativ viele Hartz-IV-Empfänger gelebt haben oder also so Hänger halt viele, ne? Und da hat es überhaupt niemanden gestört und da hat mich das überhaupt nicht in meinem Empfinden getroffen. Ja.
Jetzt zum Beispiel, wo ich gerade wohne, wo das alles ein bisschen gehobener ist, da fällt einem das schon auf. Aber das sind auch so unterbewusste Sachen, also ich denke auch nicht viel darüber nach. Jetzt habe ich die Frage, wenn jetzt Crocs, wenn man mit denen nicht in den Supermarkt gehen kann, wofür sind Crocs dann da? Ich meine, das sind ja nicht wirklich Hausschuhe. Also wo soll man dann hingehen? Also was ist die intended Verwendung von Crocs? Fährt auf dem Bauernhof, so auf dem Land. Ich glaube, dafür ist es. Aber die haben doch Löcher. Du kannst ja damit nicht durch den Gatsch durchgehen. Crocs, ja? Crocs. Okay, ich muss das jetzt nachgucken, weil worüber redet ihr? Bin ich doof? Ja, klar. Okay, folgendermaßen, Strandschuhe oder nicht? Dachte ich. Weil die diese Das ist ja Löcher noch haben. schlimmer, Macht da kommt der Sinn, ganze ja? Sand ja auch durch. Dann. Ja, aber das ist doch schön, wenn das Und Sand das so Wasser und durchkommt. so. Und wenn du, Weißt du hast ja dann keine Socken an. Können die wieder ablaufen, ja. Genau, das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen. Hat man in den Crocs dann Socken an? Nö, oder? Okay. Nein. Also am Strand auf gar keinen Ja, Fall. So beim Merkur schon, aber Socken. klar. Also ich war mit den Crocs ja auch schon in der Uni. Also ich verwende die eigentlich ganz Und die sind gerne. doch super bequem, habe ich gehört. Ja, ich mag die. Ja, ich trage die immer als Hausschuhe bei mir. Ah, okay. Na, dafür sind sie zu dreckig, ja, weil ich immer zu Merkur damit gehe. Aber die haben ja auch so kleine Löcher. Und da gibt es ja solche Pins, ich weiß nicht, wie ich das überhaupt nennen soll, die man da reinsteckt. Kennt ihr Nee. das? Nee. Aber meine sind auch nicht Und dreckig. Also das sind. ja, wenn du es als Hausschuhe verwendest, Oh dann werden sie nicht Gott! dreckig sein. Ich habe das gerade gegoogelt. Und das erschlägt mich. Man kann seine Crocs komplett customizen. Warning. Alle Ja. Leute, alle Sammler, Warnings gehen raus an dieser Stelle. Hört nicht weiter zu, wenn ihr nicht wieder vollkommen addicted eure Crocs customizen wollt. Warnungen gehen raus an alle Leute mit einer Sammelsucht, weil du kannst deine Crocs halt, wie sagt man das, selbst gestalten. Diese Löcher, die vorne drin sind, die Tamato meint, ich glaube, das wolltest du sagen, ne? Genau, Die ja. kannst du, da kannst du komplett so kleine Dinger reintun mit so süßen Gesichtern und Bären und Mickey-Mäuse und alles. Ja, und ich hatte auch richtig viele Ah, du davon. hast sie komplett Und ausgestattet. ich habe mich immer gefragt, so meine aktuellen Crocs haben leider keine mehr. Aber früher, als ich Crocs zum ersten Mal gekauft habe, da habe ich mir auch ganz viele von diesen Pins mitgenommen. Und ich habe mich immer gefragt, sind diese Pins eigentlich offiziell von der Marke Crocs? Also ist das intended? Oder hat da irgendjemand diese Löcher gesehen und hat dann gesagt, okay, ich mache jetzt solche Dinger, die da genau reinpassen und mache ein Riesengeschäft? Die Frage ist wahrscheinlich, wie es angefangen hat. Weil es gibt Fun-Clips, sehe ich hier. Dann gibt es Jibbits, die sind mit einem Trademark versehen. Das heißt, das sind wahrscheinlich Jibbits. Hallo, die heißen Jibbits. Das hat man bei uns zu Joints gesagt. Ja, so kenne ich das auch. Jibbit. Den. Ja, Mann, die heißen Jibbits. Ist ja der Hammer. Lustige, Gib mir mal den Gibbet, Alter. symbolische und sentimentale Anstecker wie Joints, die ihre einzigartige Persönlichkeit Sentimental. auf ihren Lieblingscrocs zum Ausdruck bringen. Individualisieren. Oh mein Gott. Ich glaube, es gibt keinen. Es gibt keinen. Oh, ich bin, glaube ich, gerade in einem Crocs-Simulator. Ich kann mir jetzt meine Crocs individualisieren. Bist du auf der Ja. Crocs-Webseite? Ah, okay, na gut, dann sind sie offiziell. Gut, dann ist meine Frage jetzt Aber es beantwortet. gibt sie auch von Zweitherstellern und die heißen dann Funclips zum Beispiel. Oder ich finde bestimmt, wenn ich scrolle, noch ein paar mehr. Aber sowas, weißt du? Und auch von Nice. allem. Ja, ich will die wieder haben. Von allem. Oh mein Gott. Egal welchen Film hier Oh mein Gott. Ich komme nicht klar. Von Among Us. Ich bin draus gerade. Ich bin in so einem. Ja, von Wirklich? Among Us sehe ich hier welche. Oh, das wusste ich nicht. Ich hatte nur diese sehr generic, so Blumen und so eine Palme und einen Affe, so sehr, Pepper ja, Woods, keine so coolen Sachen. SpongeBob, Nice, ey. die Schlümpfe, diese komischen Minions. Warte, ja, nochmal Pepper Woods. Genau, so circa sieht's aus, weißt du? Und dann alles auch klein, also auch alles für den Hipster ist dabei. Ich sehe das hier auf jeden Fall. Alles für den 70s-Liebhaber ist dabei. Krank. Also benutzt den Affiliated Link unter diesem YouTube-Video. Und kriegt eure Fun-Clips umsonst. Ja, ich spiele auch mit dem Gedanken, noch eine Instagram-Seite für die beiden Brüder zu erstellen. Dann
werden wir es in die Story posten. Sollte das jetzt zu dieser Folge schon erscheinen. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich immer eigentlich ganz cool, dass dann kann man dann da irgendwelche Videos oder irgendwelche Referenzen auf die Themen reinpacken, die wir hier so besprechen. Gibt es, ist dann nochmal eine Stufe über den Links, die wir sowieso immer dann auch in den Anhang posten. Ich bin einfach im Crocs Rabbit Hole. Du musst da wieder raus. Du ich musst da jetzt raus. Ich, echt wieder raus. Leute, ich kaufe hier gleich Crocs. Ja, das kenne ich auch, wenn ich dann irgendwie sehe, es gibt einen Podcast oder ein Video zu dem und dem Thema, was mich nur so ansatzweise interessiert, dann muss ich sowas von aufpassen, dass ich da nicht in diesen Strudel reinkomme und dann irgendwo zum Schluss wieder voll der krasse Fan davon bin oder mir dann schon bei Amazon die nächsten Spiele oder Produkte dazu ankomme. Ja, dazu bin ich zum Glück immun. Wie ist das bei eurer Kaufkraft? Seid ihr Herr über eure Kaufkraft? Ich bin sehr immun, ich bin auch sehr arm. Also das trägt positiv dazu bei. Ja, ähnlich. Also ich habe, ich kenne mich, glaube ich, mittlerweile gut genug, um das einschätzen zu können. Bevor ich mir einen Artikel kaufe, warte ich immer noch mal eine Woche, ob ich mir auch wirklich sicher bin. Also jetzt zum Beispiel vor 3 Monaten oder so hätte ich da eine gute Stange Geld gehabt, dann hätte ich mir super viel so Miniatur Gedöns gekauft, also irgendwelche Figuren zum Bemalen und solche Sachen. Und jetzt, kurze Zeit später, habe ich da gar kein Interesse mehr. Habe ich erzählt, dass mein Mitbewohner gerade abflasht auf seine ganzen alten, was ist das? Tabletop-Figuren? Heißt das so? Ja, das ist so Warhammer und so solche Sachen. Ne? Ja. Aber jetzt hatte ich Tamato gar nicht antworten lassen. How is your... Ja, ich kaufe eigentlich wenig. Also ich kaufe mir ja nur was zu essen und ich habe ja kein Online-Banking. Also ich habe ja noch nie wirklich selber was bestellt aus dem Internet und deswegen habe ich doch gar nicht so diese, werde ich da gar nicht davon, wie sagt man so, verlockt, das zu machen, weil ich das einfach noch nie gemacht habe. Hat das einen tieferen Grund, dass du das nicht machst? Magst du Online-Banking nicht? Immer wenn ich was Bestimmtes jetzt will, was man jetzt nur durchs Internet bekommt, dann wird das schon geregelt vom Rest der BLB-Crew. Und ich sage das dann einfach meinem Bruder oder teilweise meinem Opa, der ist auch da sehr aktiv. Und die bestellen es dann für mich und dann ist das schon da. Geil. Genau, für die Leute, die gerade nicht wissen, wovon du gerade gesprochen hast, BLB-Crew ist nicht darüber abzuleiten von dem Kanal, von dem du stammst, ne? Von der BLB-Show. Ja, voll. Das ist die Crew und ich meine, wir haben ja eigentlich das BLB-Studio, was halt so der Raum ist, in dem ich mich jetzt auch befinde, wo halt unser ganzes Zeug ist, die Konsolen und alles. Und wenn da irgendwas fehlt in der Sammlung, dann sage ich einfach dem Onjo Bescheid oder dem Mudkips, dem anderen Kumpel von der BLB-Show. Und dann bestellen die das für mich. Oh, das rumort. Okay, warte, ich stell's aus. Oh, es ist die Agatha. Warte. Ja, lautlos. Die ist fleißig am Zeichnen für mein Fußballspiel. Malt sie gerade die Grafiken. Da geht auch wieder einiges. Gibt's ein Fußballspiel bald? Was höre ich da? Ja, magst du mal erzählen sonst? Das ist jetzt mein eigentlich drittes Spiel, was ich gerade entwickle in Game Maker. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr noch rauskommt. Es ist ein Fußballspiel, wie ihr schon gehört habt, aber sehr cartoon-mäßig. Also die Figuren sind alle so Cartoon-Figuren, die Agatha und ich designt haben. Und es gibt halt so Superschüsse. Man kann faulen, man kann den Gegner auch einfach ins Gesicht schlagen, ohne dass man disqualifiziert wird oder eine rote Karte bekommt. Und ja, einen Story-Modus wird es auch geben. Und da arbeite ich jetzt eigentlich schon, ja, dieses Jahr auf jeden Fall schon, das ganze Jahr. Jetzt die letzten Tage auch relativ viel. Und momentan werden jetzt endlich mal die Grafiken gemacht, weil bis jetzt habe ich immer Placeholder verwendet, wie zum Beispiel einfach ein Bild von Homer Simpson. Und das sah halt immer ziemlich trashig aus, aber ich hoffe, jetzt in den nächsten Tagen wird das Spiel dann auch ungefähr schon mal nach was aussehen. Eine Demo. Und dann gibt es vielleicht auch eine Testversion. Oh ja.
Das heißt, ihr seid gerade bis gerade im Tech-Demo-Stadium sozusagen. Ja, voll. Also bis wirklich eine präsentable Version draußen ist, wie gesagt, wird es ein paar Monate noch dauern. Aber ich arbeite jetzt halt schon wirklich darauf hin, weil ich will es dann auch schon wirklich mal herzeigen und Leuten spielen lassen. Mir kommt das vor, als hätten wir das im letzten Podcast schon mal angesprochen, weil da hatten wir dann, glaube ich, über Captain Tsubasa geredet, oder nicht? Es wurde einmal ganz kurz im Rahmen von Unspielbar, haben wir das einmal ganz kurz angeschaut. Ah, okay, ja. Gut, dass du es sagst. Weil das ist mir dabei eingefallen, Captain Tsubasa, Unspielbar, war geil. Wo wir gerade beim Thema Sport sind, wir hatten ja, das war einer der allerletzten Themen in der letzten Folge, deine Sammelkarte im Zusammenhang mit dem Bitcoin-Preis. Oh. Ist da was passiert? Ja. In den letzten Wochen? Nein, nicht viel. Ich kann euch das ein bisschen erzählen. Wann habe ich die Karte vorgestellt? Bei wie viel stand die da? 45 Euro, whatever? Ja, ich glaube so ungefähr 40 Euro oder ja, so den Dreh. Die ist heute bei 95 Euro, aber sie war zwischendurch bei 188 Euro. Leute, das ging da richtig ab. Krass. Okay. Ging da richtig ab. Erste, ne? Also lohnt sich, glaube ich, nicht persönlich. Ich glaube persönlich, dass es eben auch wieder ne, so ein Sammler-Scheme ist einfach. Und dass es am Ende nichts wert sein wird. Aber ihr wisst ja, ich halte. Mit allen, die gerade halten, mit all den Affen dort im Internet. Und genau, bei der GameStop-Aktie sieht es ja ganz nett aus. Die ganze Zeit ist ja auch sehr abgefahren. Das war es ja, warum ich mich eigentlich für das Thema interessiert hatte. Und ja, dann hieß es immer, das wird scheiße ausgehen. Und irgendwie ist sie noch einiges wert. Das ist interessant. Und hast du jetzt einen Limitbetrag, den du dir vorstellen kannst, wo du dann sagst, okay, hier verkaufe ich jetzt? Gar nicht. Ich bin ja fürs Abenteuer da, nicht fürs Geld. Ich bin ja dafür da, diese Karte zu haben, immer wieder zu gucken und zu sagen, lol. Die ist jetzt günstiger oder lol, die ist jetzt total viel wert oder lol, das ist mehr, als ich in einem Jahr verdiene. Von mir aus, weißt du, ich habe damit ja kein Problem. Dann bin ich halt... Das ist auch, glaube ich, die gesündeste Art, damit umzugehen. Ne? Ja, ich bin, glaube ich, sehr, sehr glücksspielunempfindlich. Also... Ja, geht mir auch so. Das Einzige, wo ich denke, ich hätte eine Chance, ist Roulette. Ich saß letztens bei so einem Kumpel und wir haben GTA gespielt und da kann man irgendwie ins Casino gehen. Und dann haben wir uns an den Roulette-Tisch gesetzt. Ich dachte, ich habe es komplett raus, wie man Roulette gewinnt. So, noch nie gespielt. Na, ganz bestimmt weiß ich jetzt, wie man Roulette gewinnt. Da wird gedreht. Ich hatte so ein Mini-Roulette-Set damals als Kind. Das habe ich in einer Spielhalle gewonnen. Das haben wir dann immer gegambelt. Also im Urlaub haben wir das meistens gemacht. Wir haben dann gegambelt, aber nie um Geld, sondern eigentlich nur zum Spaß. Und ich habe einfach immer... versucht auf alle Felder zu setzen und dann geschaut, ob ich mehr rauskriege, als ich gesetzt habe. Was? Ich dachte, so war meine Taktik. Immer auf schwarz. Ne? Das war die Grundtaktik, weil im Endeffekt ist es ein 50-50-Game. Es gibt 50% schwarze Zahlen, 50% rote Zahlen. Das heißt, am Ende des Tages gehe ich nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung mit ganz genauso viel, wie ich gekommen bin. Das war die Idee. Ne? Und dann immer, wenn ein Rotstreak kommt, also zweimal rot, ne? Nee, wenn zweimal schwarz kommt oder dreimal, dann höre ich auf. Weißt du, dann setze ich einmal aus und gucke, ich setze gar nichts, lass die Kugel rollen und gucke, ob rot kommt. Und wenn rot kommt, dann steige ich einfach wieder ein. Wenn schwarz kommt, warte ich noch eine Runde und dann steige ich wieder ein. Das war irgendwie die Idee. Aber das ist natürlich einfach so Gambler-Fantasien. Ich habe das tatsächlich auch nur über Videospiele oder so mal, über Red Dead Redemption oder so, bin ich auch mal an sowas gekommen. Aber ich habe auch keine große Faszination dafür. Also auch wenn das mal in Filmen oder Serien Thema ist, dann bin ich auch mal so, ja, können wir jetzt zur nächsten Szene sprechen. Okay, das heißt, so Gambler, so Lucky Number 11 oder so irgendwelche Filme, die in Las Vegas gespielt haben, war nichts für dich wahrscheinlich. Ja, es kommt auf die Inszenierung an, also aber eher weniger. Ich habe eigentlich gegambelt in der Spielhalle. Ihr kennt ja vielleicht diese Automaten, die es jetzt auch in Italien sehr häufig gibt, wo man so Tickets rausbekommt. Mhm. Das ist in Deutschland nicht so ein Ding, also das scheint eher was in Österreich zu sein.
so Spiel. Nee, ich meine Spielhallen gibt's insgesamt. Das gibt es in Deutschland kaum. Gar nicht, oder? Also ja, in Österreich auch nicht. Nee. In Österreich auch nicht, aber in Italien, in diesen Urlaubsorten, auf den Einkaufsstraßen, da gibt es diese Automaten. Und da gibt es auch viele Spielhallen, zumindest in Jesolo, wo man Tickets rausbekommt, die man danach eintauschen kann für irgendwelche Preise, wie zum Beispiel Buntstifte oder eben ein Mini-Roulette, wenn man sehr viele Tickets rausbekommt. Okay, was ist das für eine Maschine? Was mache ich da dran? Also ich, was boxe ich die? Es gibt immer diese Boxmaschinen, auf jeden Fall, für Kirmes kenne ich. Nein, da gibt es unglaublich viele verschiedene. Also im Arcade-Business nennt man die Redemption Games. Mhm. Und das sind halt Spiele, wo es weniger um Skill geht, sondern halt hauptsächlich um Glück. Also es ist Gambling, man wirft eine Münze rein. Und was mir jetzt zum Beispiel einfällt, was ich sehr viel gespielt habe, ist einfach so ein Glücksrad, wo verschiedene Zahlen eben draufgeschrieben sind und Lampen, die dann nacheinander aufleuchten. Also die leuchten immer so im Kreise auf. Ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen. Und ganz oben ist eine Lampe, die ist grün. Und wenn du die triffst, also du hast einen Button, wenn du da drauf hast, dann stoppt das Licht, da wo es gerade war. Und wenn du die Lampe triffst, die ganz oben ist, dann kriegst du 250 von diesen Tickets raus, wo du dann auch immer so 10 Minuten warten musst, bis mal die ganzen Tickets da rausgekommen sind, weil da kommen halt wirklich 250 Tickets aus dem Automaten raus. Also hast du schon mal den Jackpot geholt? Öfters, ja, bei der Maschine schon. Die heißt Spin and Win. Also in Spin and Win war ich schon ziemlich gut. Da habe ich öfters den Jackpot geholt. Und da gibt es auch ganz viele, das ist auch so ein bisschen ein YouTube-Rabbit-Hole, es gibt so ganz viele Arcade-YouTuber, die eben diese Glücksspiele, diese Redemption-Games spielen und dann auch immer erklären, wie hoch die Chance halt bei bestimmten Spielen ist, dass man es schafft und wie das Timing sein muss, dass man einen Jackpot knackt. Und bei den allermeisten, zum Beispiel auf Spin and Win, ist das Ganze so geriggt, dass man den Jackpot nur so alle 5 Spiele mal überhaupt erwischen kann, ja, weil die Lampe ganz oben auch einfach nicht immer aufleuchtet. Aha. Das heißt, auch wenn dein Timing perfekt ist, kannst du den Jackpot nicht immer holen, weil es einfach geriggt ist, so wie die meisten. Das Haus gewinnt immer. Ja, das ist ja in Japan, das ist ja auch ein Riesending mit diesen Marken, die man dann bekommt und so, dass die dann auch so ein bisschen das Glücksspielgesetz, also dass man halt für Geld spielt und geht, und dann stehen ganz oft vor den Hallen auch Leute, die diese Marken heißen, die ja, glaube ich, ne, hattest du gesagt, direkt in Bargeld umtauschen können. Also das ist ja voll, das habe ich gehört. Aber das ist ja irgendwie fair. Nur Tickets finde ich immer so, weißt du, ich kaufe mich in so eine Welt ein, weißt du, ich muss eine neue Währung, es muss extra eine neue Währung geben, damit ich verarscht werden kann. So fühle ich mich, weißt du. So, dann bin ich mal schlau. Ja, aber ich sammle diese Tickets. Ja. Das ist so das, was ich sammle. Ich habe wirklich jede Spielhalle hat halt einen unterschiedlichen Aufdruck auf diesen Tickets. Und ich habe halt versucht, wirklich so viel unterschiedliche Tickets wie möglich zu sammeln. Ja. Und ich habe jetzt so 5 verschiedene aus Italien. Und dann, ja, die 2, die es halt in Österreich gibt, habe ich auch daheim rum. Aber das war bei uns auf Kirmes, hatten die auch immer neue Aufdrucke, ne? Und Leute haben die auch gesammelt. Da gab es diese Automaten. Manchmal gab es solche Automaten, aber es ging eigentlich eher um die Eintrittskarten zu den Fahrgeschäften, weil das waren auch immer so diese Hartplastiktickets und die sahen immer so cool aus. Und am Anfang wurden immer so welche am Rathausplatz abgeworfen und ich war da, glaube ich, 2-mal oder so, aber ich habe da nie was gefangen, weil ich nicht gerafft habe, dass die Leute mit Regenschirmen umgestülpt kommen. So, what the fuck? Was ist hier los? Ich dachte, das ist so fairer. Wir stehen hier und alle, vielleicht gibt es eine Gabe, vielleicht nicht, ganz, ganz nett. Aber die Leute sind immer so Black Friday, weißt du, immer so schön rein, über die anderen drüber rennen, für den billigsten Preis, ne? Krass, ey. Ja, kleiner Rant. Was ich auch mag, kennt ihr diese Claw Machines? Nee. Diese den Greifarm, ja. Ja, was, na klar. Der Greifer nicht greift? Hab ich bei Yakuza letztens mal noch ich da mal gespielt. Da gibt's ja auch die, also Yakuza für PlayStation 2, 3 und 4. Ja, und die haben riesige Arenen, das ist so ähnlich, ist so ein bisschen wie GTA, nur ein bisschen runtergedampfter.
Und die haben riesige Bereiche, wo du auch die ganzen japanischen Spielautomaten ausprobieren kannst. Ich glaube, viel näher kommst du, abgesehen von der Realität, auch gar nicht da. Ich habe mal... Auch von der Kollision und... Nach dem Abitur waren wir in der Kneipe und ich war so, boah, was mache ich denn mit meinem Leben? Oi, oi, oi. Na, so einen ganz krassen Downer gehabt, weil ich fand das irgendwie... Ich fand das eh nicht so spannend, dass ich Abitur hatte. Naja, scheiß drauf. Klingt arrogant. Ja. Auf jeden Fall war ich dann da in der, in der Kneipe und war dann am Spielautomaten, hab dann 2x5 Euro reingesteckt, hab alles sofort verloren und war so, naja, das Gambling ist anscheinend nicht meine Zukunft. Das schon mal nicht. Das habe ich schon mal ausgeschlossen. Ganz als erstes. Genau. Ich bin heute nur so ein bisschen der Stichwortgeber. Wir hatten in der letzten Folge nochmal darüber gesprochen, dass du gerade dabei bist, irgendwie Kassettenrekorder zusammenzusammeln und generell die ganzen Tapes vorzubereiten, die MCs. Und da wollte ich nochmal gerade nachhaken, wie denn da jetzt gerade Stand ist. Also diese Kassettenrekorder gibt es auf jeden Fall nicht. Die gibt's nicht. Das habe ich schon selber öfter vergessen. Kein Gewinnspiel. Kein Gewinnspiel. Hatten wir ein Gewinnspiel schon angesagt? Oh. Das ist ein Fake-Gewinnspiel. Ja, ihr hattet schon angekündigt. Ich hatte schon richtig Bock drauf. Guys, it's a hoax. Fallt nicht drauf rein. Das ist eine Falle. Das wird sie wahrscheinlich nicht geben und wahrscheinlich nicht, weil ich euch eine clevere Falle gestellt habe, sondern einfach, weil es bei dem ganzen Haufen an Sachen, die auf dem Tisch liegen, einfach über die Kante fällt und in Vergessenheit verschwindet. So wie es so gerne ist. Genau. Das zu den Kassettenrekordern. Zu den DMCs an sich, die sind eigentlich fertig. Ich habe mit Ghost Producer letztes Wochenende ein bisschen am Video gearbeitet in unserem Lab, in unserer Werkstatt. Da haben wir schön gesessen und den Molton-Stoff, den schwarzen Theaterstoff aufgehangen und davor ein bisschen performt und erste Ideen schon mal irgendwie skizziert, ja, ein bisschen gefilmt. Und da wollen wir jetzt weitergehen und da kommt dann wohl ein Video und dann kommt wohl ein Release. Es könnte auch sein, dass wir einen Livestream machen. Aber das wäre jetzt genauso wie mit den Kassettenrekordern, wenn ich das jetzt sage. Dann sind... Ja, aber da berichten wir dann einfach dann auch mal. Ja, auf jeden Fall gerne. Und ansonsten habe ich auch ein kleines Musikvideo noch gedreht. Es gibt einen kleinen Release am 23. glaube ich, diesen Monats. Jo, diesen Monats, huiuiui, 28. vielleicht auch, wer weiß das schon. Genau. Mit Mosaik aus Bielefeld. Mal wieder ein Track, Horizont heißt der. Ich wette, alles kommt nicht gleichzeitig, weil gerade so viel Aufträge, finanzielle Aufträge, mir so ein bisschen die Luft rauben für gut geplante Releases. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich release auch gern ungut geplant. Ja, von meiner Seite sind ja auch noch 2 Musikvideos da in Planung. Aber mir geht es tatsächlich auch gerade, vielleicht nicht ähnlich wie dir, aber ja doch, vielleicht schon ein bisschen. Also ich habe auch gerade einiges an Aufträgen hier und viele, viele Sachen auf meinem Stapel, auf meiner Kreativ-To-Do-Liste. Und ich bin halt keiner, der so viele Sachen gleichzeitig machen kann. Also von wegen Schneiden, Bildbearbeitung und so weiter. Sondern ich muss mich immer so auf eine Sache konzentrieren. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich dann auch auf andere Sachen umswitchen. Ja, manche Leute, ne, setzen auf ein Pferd. Ich hab eine Kuhherde. Geht ein bisschen langsamer voran, ne? Dafür gemächlich. Alle am Gras essen. Ja, und dann passt das schon. Jetzt habe ich noch eine Frage an Im Exil. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, woher ich das weiß. Entweder du hast das mal gesagt, in einer von den Early Fürchterliche Freunde Folgen. Oder der Xabo hat es mir einfach gesagt, ne? Ist ja auch egal. Jedenfalls, du hast ja irgendwie so eine Ausbildung gemacht wegen Moderation. Oh, ja, das stimmt. Ich hab mal... Soll ich einfach direkt Geschichte erzählen? Das passt super, weil das wäre auch direkt der nächste Punkt, okay, der hier auf meiner Liste steht. Da steht es bei Klammern. In Klammern steht da, steht Moderationstipp, Erfahrung plus Tamato. Ui, ja. Ja, nein, mich also, interessiert das passt das ja total. Perfekt. Dann ja, los. Okay, also jetzt die Frage ist ja schon fast Meta, weil wir an einer schönen Moderationsstelle sind. Na, jetzt hat gerade Tilo hier schon die Tricks vom Zettel verraten. Na, wundervoll. Na, Kartenmanagement ist natürlich eine Sache. Nein, Spaß. Ich rewinde mal die Sache. Ich war in der Schule und ich war gelangweilt. Das war Musikunterricht. Und mein Lehrer war so ein, der hat immer so richtig viel rumgehampelt und saß so am Klavier und wollte so witzig sein.
wie so ein Kabarettist oder so, aber hat sich immer wie ein Clown benommen und dann habe ich ihn halt nie ernst genommen. Und eigentlich hat der total schlau, der war total schlau und wusste alles über Musik so, ne? Und der hat auf jeden Fall mal gesehen, dass ich irgendwie, dass ich ganz fit war mit den Worten, wenn ich so antworten musste. Weil ich wollte nie antworten. Wenn ich antworten musste, dann ging das wohl immer. Und dann hat er mich vorgeschlagen, dass ich zu einem Moderationsseminar fahren soll. Ja. Und das war dann von meinem Schulverband. Und da haben wir dann mit so Leuten vom WDR, so Moderationscoaches, so Trainingssachen gemacht. Sowas wie, ich wette, das machen viele Leute auch im sozialen Bereich, wenn die so Tagungen haben. So die 5 Emotionen mit Maske. Also weißt du, du hast so eine weiße Maske, so eine gesichtsneutrale Maske auf und dann spielst du die 5 Emotionen oder so. Oder so wie steht man? Wie verhält man sich vor einer großen Meute von Leuten, die dir eigentlich wohlgesonnen sind? Viel auch mit so Selbstbewusstseinsdingen, aber damit hatte ich eigentlich nicht so zu hadern, weil große Gruppen sind meistens, kommen sie zu Festivitäten zusammen und dann sind sie eh nicht schlecht gelaunt. Also, weißt du? Und gleichzeitig ist das Schöne am Moderator, du bist immer nicht so wichtig wie das ganze Zeug, das passiert. Du bist einfach nur so ein Dude, der das so ein bisschen so ne, im Rahmen hält. Genau. Und dann habe ich auf den musischen Festtagen, weil das hat mein Schulverband, der in ganz Deutschland angesiedelt ist, hat das halt immer so einen Festtage gemacht. Und da habe ich dann moderiert. Und da stand ich auch vor richtig vielen Leuten, wurde so von so einem Backstage-Guy verkabelt. Und das war schon crazy, auf jeden. Und dann so, ey, was geht? Und also, wow! Irgendwie, keine Ahnung. Lass es in meiner Vorstellung 2500 Leute gewesen sein. Vielleicht waren es weniger. Aber es war auf jeden Fall crazy, so in so einer Theaterhalle. Ja, ich habe da mal wegen dem Thema auf YouTube einfach danach gesucht, ob es irgendwelche YouTube-Videos dazu gibt, zu dem Thema. Aber ich habe eigentlich nichts wirklich Gutes gefunden. Und ich habe mich immer gefragt, was man da wirklich lernt. Also was sind so die Dinge, so die Punkte, das so die Lektionen, die einem da so mitgegeben werden. Weil ich habe so nicht wirklich viel Ahnung davon, aber es wäre halt für mich eigentlich ziemlich sinnvoll, jetzt wegen, ja, meinem YouTube-Kram, aber auch wegen Wrestling, weil da muss ich ja auch ja moderieren und... Habe ich letztens ein cooles Foto gesehen. Es gab ein Vote auf Instagram. Läuft das noch? Ach so, ja, das war nur so eine kurze Sache. Das war so ein Turnier, aber da bin ich leider ausgeschieden. Okay. So ging die Sache aus, okay. Das war nur so ein Beliebtheitscontest, aber da habe ich leider direkt verloren. Du brauchst das Coaching. Du brauchst mein Coaching. Nein, Spaß. Ja, eben. Deswegen frage ich dich. Aber gut, ich muss dazu sagen, zu dieser Umfrage, das war von einer Liga, bei der ich genau ein einziges Match hatte vor 2 Jahren. Also ich glaube nicht, dass die Leute, die da gewotet haben, mich wirklich kannten. Ich glaube, die hatten dich einfach nicht auf dem Schirm halt. Aber jetzt haben sie dich wieder ein bisschen auf dem Schirm. Und genau darum geht es, ne? Die Verbindung. Die Verbindung halt. Genau. Ach, ich weiß nicht. Oder Werbung machen heißt das, glaube ich, im Internet. Aber im Internet ist die Sache auch nochmal ein bisschen ein anderer Grind, glaube ich, als die klassische Moderationslehre. Ich würde aber auch sagen, dass klassische Moderation dir in irgendeiner Form hilft. Also, es gibt in Bad Nenndorf die einzige Atemsprech- und Stimmschule der ganzen Welt. Jetzt ist das entweder ein Qualitätssiegel dafür, dass sie die einzigen sind, die so hoheitliche Skills servieren, oder ist es halt einfach die einzige, weil es eigentlich keinen interessiert und das eine totale Spartensache ist und man auch nicht viel Geld verdienen kann mit dem Job an sich und es natürlich immer nur ein paar Leitkoryphäen gibt. Ja? Und da war ich dann und habe so Seminare gemacht. Und diese Seminare haben sich ziemlich so angefühlt, als wenn die WDR-Leute die so auch sich so ein bisschen ausgedacht haben. Und als wenn das Ganze bei denen auch so ein bisschen einfach aus einem vielleicht schauspielerischen Hintergrund kommt oder so. Weil im Endeffekt, was du machst, wenn du moderierst, ist ja eben diese Annahme, dass da ein Programm ist, wie beim Fernsehen oder wie beim Theater oder wie bei einer Matinee oder irgendwie sowas oder wie bei einer Hochzeit. Aber heutzutage, gerade beim Stream, sind wir eher dem Problem gegenübergestellt, was,
Mass, was also was sozusagen Media Control angeht. Also, das ist voll schwierig, weil ich mich da erst vor 2-3 Tagen drüber informiert habe. Aber im Endeffekt, wie erschaffst du eine Spannung sozusagen mit den Leuten, die da sind? Nee, was mir auf jeden Fall oft auffällt, wenn ich alte Folgen anhöre, also jetzt gerade die letzte, wo die Julina zu Gast war, da war ich ja am Anfang recht nervös, weil du hast einen Gast, der auch wesentlich mehr Aufmerksamkeit hat oder größer ist als du selber. Und ich habe halt ständig mich in den Sätzen verhaspelt und so, gerade am Anfang. Das ist im Laufe der Zeit, bin ich da ein bisschen entspannter und lockerer geworden, aber also mir fällt das noch sehr oft auf, dass ich da, oder wenn ich über Themen rede, wo ich mich nicht so besonders gut auskenne, oder ja, aber ja, wie kann man diese Äs oder dieses Verhaspeln überspielen, oder wie kann man das reduzieren? Gibt es da so universelle Tipps dazu? Ja, in der Moderation hast du das ja so ein bisschen, dass du dir einfach eine Pause lassen kannst und auch die Pause gönnen kannst. Selbst zwischen Wörtern, wie du jetzt gerade gesehen hast. Ich kann ziemlich viel dramaturgischen Platz lassen und weiß eigentlich, dass ich meine Zuhörer trotzdem nicht verliere. Weißt du? Also ich habe unglaublich viel Platz zum Denken gehabt jetzt gerade. Einfach nur, weil ich mir, in der Musik ist das genauso, weil ich mir die Chance zur Pause genommen habe. Wenn ich mir erlaube, eine Pause zu machen, einfach nur, weil ich die gerade brauche, dann ist das sehr viel angenehmer für die Leute, als wenn ich versuche, diese Pause halt durch Haspeln und durch die direkte Gedankensuche sozusagen auszudrücken. Jetzt habe ich versucht, beides einmal zu skizzieren in Beispielen, während ich rede. Cool, oder? Sehr schön. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr sinnvoller Tipp, weil ich versuche jetzt das auch mal ein bisschen zu übernehmen. Mach mal. Ich versuche immer dann wirklich alles unterzubringen in dem, was ich jetzt gerade sage. Und ich sag's mal lieber so, ich nehme mir keine Zeit dafür, sondern ich mache einfach so. Und das ist, glaube ich, ein ähnliches Problem, was ich auch beim Vorlesen habe. Also wenn ich selber Texte vorlese, es ist ja auch geplant, irgendwann mal über die fürchterlichen Freunde oder so das eine oder andere Hörbuch oder einen Text mal auch einzusprechen. Also solche Experimente stehen ja noch an. Da hat auch die Agatha mal Interesse angemeldet vor einer Weile. Und genau, also ich versuche dann den Text auch mal so schnell wie möglich oder so präzise wie möglich zu lesen, ohne mir wirklich diese dramaturgische Zeit zu nehmen. Deswegen das zu sehen. Ja, aber das heißt eigentlich im Grundsatz, dass du das ganz gut kannst, weil wer sich nicht Gedanken macht um die Förmlichkeit, der ist eigentlich schon in einer gewissen Weise sicher. Was du jetzt halt noch machen kannst, ist das Ganze so ein bisschen perfektionieren, weil du redest ja nicht schlecht oder so. Und zu den Themen, wenn du dir bei Themen nicht sicher bist oder Themen auch gar nicht sicher bist, allein in der Runde, in der du bist, ob du die ansprechen solltest, dann kannst du auch ein Thema für dich selber einfach abhaken, indem du eine sehr seichte Stellung dazu beziehst und einfach sagst, ach ja, das ist mir eigentlich gerade egal. Weil es ist dir gerade egal. Das heißt nicht, dass es dir immer egal ist oder irgendwas, sondern es heißt einfach, dass es vielleicht nicht der richtige Orbit ist, um den man gerade das Gespräch anlegen sollte. Und dadurch kannst du halt auch ganz schnell einfach sozusagen Themen sehr easy übergehen, so dass sie den Zuhörer auch nicht irgendwie aufstoßen oder hä, wieso will er darüber nicht reden? Warum regt er sich so auf? Weißt du, weil das will doch auch keiner. Das macht keinen Spaß. Da kommt man gar nicht voran. Ne? Genau, das ist ja auch mit ein Grund, warum ich überhaupt mit dem ganzen Podcast-Ding auch angefangen habe, um das halt für mich selber auch zu trainieren. Ne? So diese Ruhe und Gelassenheit, aber auch Selbstbewusstsein dabei dann zu entwickeln. Und jetzt noch? Ja, auch meine Art zu sprechen, zu auszumodellieren. Ja, schön. Und nochmal zu Tamato zu kommen. Grundlegende Tipps sind auf jeden Fall gerne ein Konzept haben für die Show, wie auch immer sie gestaltet ist. Das kann auch nur 4 Stichpunkte sein oder sowas. Geht eher ums Visualisieren vorher. Also ich habe auch immer Karten gehabt und habe die Karten halt nicht gebraucht beim Auftritt eigentlich. Außer einmal, da habe ich dann auf einmal von meinem Nebenmoderator und wirklich guten Freund, den ich da gewonnen hatte und kennengelernt habe, auf einmal war der Name weg. Ne? So die ganze Zeit zusammengearbeitet, stehst auf der Bühne, stellst dich gegenseitig vor
weißt du, und zack, fällt dir sein Name nicht mehr ein. Und du bist so, was? Was ist hier los? Und du guckst auf deine Karte und du hast seinen Namen nicht aufgeschrieben, weil du natürlich davon ausgehst, dass du ihn weißt. Und das ist halt dann, also, weißt du, in so einer Live-Situation ist das dann halt schon unvorteilhaft und ihm macht es kein gutes Gefühl. Ihm gibt es keine Sicherheit auf der Bühne. Das kann man sagen. Genau, das eine Sache dazu. Andere Sache ist natürlich auch in irgendeiner Form, was kann man eigentlich noch an so richtig guten Tipps geben? Ja, die Leute halt wirklich mitnehmen, aufklären, was ist hier los, was passiert hier, immer wieder die Faktoren ansprechen, sozusagen, weil das ist der einzige Job, eigentlich die Faktoren von dem, was gerade passiert, zu verpacken in unterhaltsame Informationen. Und das ist eigentlich sozusagen, weil du sagst ja eigentlich immer das Gleiche, so, bei einem Stream ist es ja auch oft im Endeffekt der gleiche Content, die Leute haben auch oft so eine Signature-Verabschiedung oder so, das heißt, das ist auch immer irgendwie gleich oder wie sie reinkommen, so gibt es ja so ganz viel Kram. Genau, das kann man machen. Und man kann Ja, das wäre es jetzt erstmal so, was mir einfällt. Das sind eigentlich nur zwei Sachen. Aber ansonsten haben wir einfach nur viel so emotionale Spiele gemacht. Oder aufrecht stehen. Wie läuft man auf? Wie verhält man sich? Wie steht man zum Publikum? Aber das ist halt alles jetzt für unseren Fall zum Beispiel vollkommen irrelevant, ne? Genau, was mir halt nochmal aufgefallen ist, das hört man jetzt vielleicht auch so in der ersten Hälfte des Podcasts, dass ich tatsächlich erstmal wieder richtig warm werden muss, weil die letzte Aufnahme ist jetzt auch schon wieder zweieinhalb Wochen her, dass ich hier vor dem Mikrofon saß oder so schräg neben dem Mikrofon, dass ich auf jeden Fall erstmal wieder eine gehörige Zeit gebraucht habe, um warm zu werden. Und du, Konrad, du im Exil, du warst ja direkt drin. Das ist immer, gerade wenn man mit dir zusammenarbeitet, das ist immer sehr angenehm. Mir ist doch noch eine dritte Sache eingefallen und die spricht im Endeffekt genau das an, dass du im Endeffekt als Moderator ja einfach nur Herr über das Thema sein musst. Und die Kritik, die du jetzt selber gerade gegeben hast, wäre halt als zu Interviewender. Aber die sind wir gerade im Endeffekt nicht. Weißt du, wir schieben uns den Ball so hin und her, wie es passt. Das heißt, in der ersten Hälfte hast du halt eigentlich genau das gemacht, was halt der Moderator macht und hast immer so die Themen gepickt und hast versucht, so den Leitfaden aufrechtzuerhalten. Ja. Und das, ich würde es gar nicht wirklich als warm werden betrachten. Genau. Sondern einfach, du hast halt den Moderator-Job genailed. Ja, das ist ja, so verstehe ich mich also auch ein bisschen bei all dem hier. Genau. Auch wenn natürlich die beiden Brüder ein bisschen auch andere Pfade einschlagen. Und immer. Das ist ja auch das Wichtige. Und das ist ja auch anders als bei der Moderation, dass du halt einfach im Endeffekt alles machen kannst. Genau, und gleichzeitig ist es eigentlich ziemlich einfach, ein Gespräch aufrechtzuerhalten. Hör dem anderen zu, nimm die interessanteste Sache, die er gesagt hat und setz ein Wie, Was oder Wer davor. Und frag ihn einfach, wie war das denn mit der Sache in der Sache, die du gerade erzählt hast. Und der Typ... Wie hast du dich dabei gefühlt? Ja, nicht nur so, wie du hast du dich dabei gefühlt, sondern lass ihm noch mehr Platz, wenn er sagt irgendwie, wir waren in Augsburg und haben Lebkuchen gegessen. Dann kannst du entweder fragen, krass, wie ist in Augsburg, ich war noch nie da... Oder du fragst, alter geil, Lebkuchen, hat das was mit Augsburg zu tun oder bla bla bla. Du hast halt da schon zwei Möglichkeiten, das Gespräch aufrechtzuerhalten. Herr Tammert, hattest du jetzt denn dazu noch was oder sind dein Begehren soweit erstmal gelindert worden? Nein, ich fand das voll interessant und fand es auch immer schon voll interessant, weil ich es auch bei Rocket Beans immer mitbekommen habe, dass die Leute gesagt haben, sie haben da irgendwie Moderationstraining gehabt. Aber voll cool, da mal diese Tipps zu bekommen. Auf jeden Fall, Ja, das Problem mit dem habe ich auch auf jeden Fall immer noch. Ich versuche mir das abzugewöhnen, weil es ist irgendwie oft da. Oder was war das andere Problem? Das ist mir bei einem Podcast aufgefallen, bei den fürchterlichen Freunden, dass ich immer so gesagt habe, weil, also oder und dann. Oder und, genau, und war das Wort. Ich habe immer einen Satz gesagt und dann habe ich immer so ein langes und gezogen und währenddessen überlegt, was ich eigentlich noch dazu sagen wollte. Ja. So, das war auf jeden Fall eine Sache. Oder was mir jetzt auch noch zum Thema eingefallen ist, weil Xabu gesagt hat,
mit dem Warmwerden. Mhm. Das ist mir auf jeden Fall stark aufgefallen während den Let's Plays früher, weil ich hatte immer das Gefühl, so die ersten 20 Minuten war es so voll schwierig, da muss ich so voll reinkommen. Dann ging es irgendwie, so ab Minute 20. Und dann, wenn die Aufnahme länger war als 2 Stunden, dann ist es irgendwie so abgedriftet, dass ich irgendwie nur noch singen kann. Also ich konnte dann keine richtigen Sätze mehr rausbringen, ohne irgendwie den Satz absichtlich irgendwie entweder falsch zu sagen oder zu singen. Ich weiß nicht, weil ich dann vielleicht selbst schon so gelangweilt davon war, dass ich jetzt schon 2 Stunden lang am Stück eigentlich rede, dass ich dann angefangen habe, wirklich so die komischsten Wortwitze einzubauen, Dinge einfach sehr komisch zu betonen, dass ich es mir selber noch irgendwie interessant mache. Das ganze Labern. Ja, aber es klingt ja eigentlich nach einer guten Lösung. Gerade wenn man lange streamst, also es klingt ja nach einem Grind. Und wenn du irgendwie auf einem Grind bist, so dann lange Streams gehören halt irgendwie dann dazu. Und ja, die macht man sich halt lustig. Und ich persönlich, wenn ich drüber nachdenke, dann bin ich nicht in den Streams, in denen das Spiel gut gespielt wird, manchmal schon, aber die sind dann auch drüber hinaus meistens sehr unterhaltsam, einfach in der Sache, die sie machen halt, oder wie sie es aufziehen. So ein bisschen über Set und Setting nachdenken sozusagen und in welche Welt man die Leute mitnimmt, weil du kannst ja, diese Welt ist ja frei gestaltbar für dich, das ist das Unglaubliche daran. Du kannst ihnen ja alles erzählen. So, also kannst ja auch einen guten Charakter erschaffen. Ich glaube, das könnte sich eigentlich auch spannend mit dem Wrestling-Gedanken verbinden, einfach nur von der Philosophie, weil da man genau das auch tut. Und ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt noch nie gestreamt, aber ich denke halt genau so eigentlich eher über Stream nach, als den Raum, um Leuten Unterhaltung zu bieten, die vielleicht Gaming-related ist. Ja, das war eigentlich auch immer mein Konzept, dass ich die Streams eigentlich gar nicht so sehr vom Spiel abhängig mache, sondern dass wir einfach alles erzählen, was uns einfällt. Also so podcastmäßig. Ja, finde ich auch gut. Dass man auf jeden Fall auch Leute findet, wo die Chemie stimmt. Ne? Also wo ich das zum Beispiel, wo wir gerade beim Thema Rocket Beans waren, absolut großartig finde. Und da kann ich mir auch das gleiche Let's Play schon jetzt zum dritten Mal anschauen oder so. Das ist zum Beispiel bei Simon und Gregor. Also die harmonieren so gut miteinander und haben so eine Gagdichte auch dabei und treffen auch genau meinen Geschmack dann oft, dass ich da einfach auch zum Beispiel die Spiele mit Bartreihe jetzt schon 5-mal, 6-mal geguckt habe oder so. Und das sind teilweise richtig lange Geschichten. Aber ja, das ist wirklich... Machen die viel Horror? Das kommt vor, aber es ist nicht unbedingt jetzt der zentrale Punkt. Also was jetzt zum Beispiel als letztes da war, weil es gibt ja die neuen Larry-Spiele. Ich weiß nicht, Leisure Suit Larry, ob euch das ein Begriff ist. Das sind so Point-and-Click-Dinger aus den 90ern gewesen. Ich glaube, teilweise auch Ende 80er noch. Da gibt's jetzt neue Versoftungen. Ich dachte immer, die haben so richtig viel mit Sex zu tun. Dann habe ich die gespielt und dann war das ziemlich lame. Ich weiß noch, als Kind, ich war irgendwie so fokussiert darauf. Es war so eine der einzigen Sachen, so, okay, das hat irgendwie mit Sex zu tun. Das hat mich interessiert. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann war ich so, wow, okay, nee, das hat eigentlich doch irgendwie... Ich weiß es nicht. Also, die neuen finde ich wirklich ziemlich gut. Also gibt es jetzt mittlerweile 2 und die sind echt lustig und toll präsentiert. Und genau, ich habe das nicht verstanden, dass es dahinter den Humor gibt, glaube ich, als Jugendlicher. Für mich war das einfach nur so, das muss sexy sein. Und dann war es einfach voll viel Humor und es geht, weißt du, es geht das ganze Zeit edgy und so. Ich habe es überhaupt nicht gerafft. Nee, ich auch nicht. Als Kind. Ich fand immer die in den Zeitschriften die Werbung dafür interessant, aber die Spiele selber, die waren ja auch teilweise damals noch so verpixelt, dass man es gar nicht gecheckt hat. Aber dann habe ich nicht das erste gespielt. Es gibt, glaube ich, mittlerweile 7 Stück. Dann gab es ja vor kurzem, also bevor jetzt diese neuen rauskamen, gab es ja noch die mit Oliver Pocher. Da hat er den Larry synchronisiert und die sind in der Larry-Fanbase total verschrien. Also ordentlich, gut so. Die sind, ja. Ja, es gibt super viele, habe ich gerade gesehen. Ja, ich mag die neuen. Also die haben mal im Retro-Club, falls einen das interessiert, haben Simon und Gregor so eine 2,5 Stunden Special-Folge mal die ganzen alten Teile mal so angezockt.
Da bekommt man mal einen ganz guten Überblick darüber, wie das so ausgesehen hat damals. Aber die neuen sind wirklich toll. Also gerade Larry wird von dem Synchronsprecher von Ewan McGregor gesprochen. Und das ist schon, also der den Obi-Wan bei Star Wars oder die Hauptrolle bei Trainspotting gespielt hat. Crazy, ne? Sehr empfehlenswert, ja. Also wenn man auf diesen Humor halt steht. Ich kenne das noch von Giga Games, da haben die das auch schon vorgestellt. Vor vielen Jahren. Ich kenne das von meinem Nachbarn. Dem Schläfer. Der Schläfer hatte das. Ja. Ah, ja. Der Schläfer. Bei dem habe ich auch das erste Mal World of Warcraft gezockt. Und er war so total hyped. Und der hat das danach auch übelst lange gesprochen. Also World of Warcraft 3, ne? Übelst lange gespielt danach. Ich habe es ganz kurz gespielt und war so, wie bei Gambling. Ich glaube, ich habe so einen Gambling-Detektor. Du meinst Warcraft 3 einfach nur, dieses Strategiespiel? Nee. Ja. World of Warcraft. Oh, World of Warcraft ist ja das... The biggest. Genau, aber... Nee, weil du gerade 3 sagtest. Ich habe keine Ahnung. Das ist die Wahrheit. Das ist auch sehr sympathisch. Ja, ne? Macht immer Spaß. Genau. Und Schläfer haben wir ihn genannt, da er zu allen möglichen und unmöglichen Tageszeiten immer nur am Pennen war. So. Auf seinem Doppelbett oder das was war er da hatte. Chilliges Bett. Ich wette, der hat sich immer versteckt vor uns. So wie unser anderer Nachbar. Wir waren bestimmt einfach komische Brüder. Ja, ich war aber auch nicht oft da. Du warst halt. Okay, dann hat er sich von mir versteckt. Auch in Ordnung. Ich war, glaube ich, wenn es hochkommt, mal so 3-mal da. Ah, okay. Mein Freund Winden. Ja. Genau. Dann bei Tamato, du hast, das hatte ich jetzt ja auch noch mal aufgeschrieben. Oh, vielleicht muss ich das gar nicht immer erwähnen. Aber du hast vor kurzem ein neues Video rausgebracht auf eurem Kanal, wo du in, ich glaube, 45 Minuten über die ganze Historie eures Kanals redest. Also wer mal jetzt ein bisschen neugierig geworden ist und wer auch vielleicht ein bisschen sich die Taschentücher da zurechtlegen möchte, der kann sich so traurig ist es. Es ist tatsächlich relativ dramatisch zwischendurch. Also deswegen hatte ich auch als Kommentar drunter geschrieben, ey, das können wir schon gut verfilmen. Er erzählt halt, du erzählst halt, sprichst halt die ganzen 10 Jahre, die es euren Kanal gibt, schon durch und unter eben der Überschrift die erfolglosen 10 Jahre YouTube oder sowas, ne, in der Richtung. Und ja, voll. Also das Video heißt 10 Jahre erfolglos auf YouTube. Was war los? Ja, genau. Wow. Ich fand es halt ganz cool, dass man halt so diesen Spannungsbogen hat. Dann gab es wieder gute Zeiten und dann fiel es wieder ab und dann ist wieder irgendein Schicksalsschlag gewesen. Also das ist schon eine gute Geschichte auch. So. Ich wollte es wirklich nicht so lang machen. Das hat mich dann geärgert, weil ich mir dann dachte, vielleicht sehen Leute, dass das Video 45 Minuten geht und dann denken sie sich, oh, okay, das ist ein bisschen zu lang. Aber ich hatte es ja ursprünglich auch geplant als so ein geschnittenes Video mit Skript und habe das dann zweimal versucht, ein Skript zu schreiben. Aber ich konnte mich dann nicht stoppen, dass ich wirklich so einfach alles erzähle. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache das jetzt einfach frei. Und dann ist es trotzdem so lang geworden. Also ja, aber freut mich, dass es dir gefällt. Und ja, es ist, ja, ich erzähle im Grunde eh so fast alles. Also alles Wichtige, was passiert ist in den letzten 10 Jahren, ist da drinnen. Es hat mich auch voll gefreut. Es waren voll viele Kommentare. Das habe ich gar nicht wirklich erwartet. Und voll nett. Fand ich auch echt stark, auf jeden Fall. Also, das ist auch eins der, der besten Videos der letzten Jahre gewesen, fand ich so, weil, ja, konnte dir gut zuhören, du hast es gut geschnitten und vor allem die Geschichte dahinter, also wirklich mal eine komplette Historie von so einem 10 Jahre alten YouTube-Kanal, der nie so den Sprung richtig geschafft hat, zu irgendwie einem kleinen bisschen Erfolg oder so. Das fand ich schon sehr unterhaltsam und spannend. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ich war mir nämlich immer unsicher über solche Videos, wo ich so frei einfach auf der Couch sitze und rede. Das ist super. Und aber dadurch, dass das jetzt so gut angekommen ist, werde ich vielleicht mehr solche Videos aufnehmen. Ich habe das immer so irgendwie im Kopf abgespeichert als so Low-Effort-Videos.
Deswegen bin ich immer ein bisschen davor zurückgescheucht, aber eigentlich ist es ja ganz gut und anscheinend auch anhörlich jetzt. Ja, ich kann dich nur ermutigen. Ja, außerdem ist es im Endeffekt ja auf YouTube so, es ist total egal, wie viele Videos du hast. Die Leute gucken eh nur das, was sie interessiert. Und wenn du ganz viele Low-Effort-Videos hast, wo du sowas wie einen Vlog machst oder so und du halt irgendwie zu aktuellen Sachen was sagst oder zu einer Sache, die du immer interessant findest oder zu was, was du immer lustig findest oder so, dann gibt's halt Leute, die lernen einfach gerne Leute kennen, weißt du, also die formen gerne parasoziale Beziehungen. Und ich glaube, in dem Sinne, also ich habe das jetzt gerade gesehen, so, und ja, eine Einleitung, wo dich jemand anguckt, ne, gerade sitzt und mit dir redet, da hast du schon mal Bock irgendwie. Weißt du, also. Und ich fand's auch super interessant, dass du im Endeffekt Sekunde 52 bist du schon im Endeffekt dabei, the rise of the down class of the low YouTubers, also sozusagen die Revolte der kleinen YouTuber hier anzuzetteln, merke ich schon, ne? Sollen sich alle fahren. Ja, also das würde ich mir wirklich wünschen, weil es mich auch total interessiert. Es gibt bestimmt extrem viele kleine YouTuber, aber natürlich kann man nie wissen, wie es denen so ergangen ist. Und also mich würde es schon interessieren und extrem freuen, wenn ein paar kleine YouTuber mal ein Video dieser Art selber machen und einfach sagen, was los war in den Jahren, je nachdem, wie viele Jahre sie das halt machen. Genau, gib mir noch ein paar Jahre und dann mache ich dann auch so ein Video. Cool. Ja, passt, ich warte. Ich bin ja auch voll noch im Game. Ja. Ne? Die Klicks kommen auf jeden Fall nicht vom Himmel geregnet. Das ist alles... Nee, die rieseln manchmal so rein ins Fenster, wenn ich vergessen habe zuzumachen. Ja. Aber ich sag mal, wenn so eine Folge so solide 40 Aufrufe hat, dann bin ich schon ganz zufrieden. Aber wo es jetzt tatsächlich ein bisschen durch die Decke ging, war ja tatsächlich bei dem letzten YouTube-Talk-Video, was wir mit der Julina Hawk hatten. Das hat jetzt mittlerweile fast 120 Aufrufe. Bin ich schon so... Das ist ein Thema, das spricht auf jeden Fall die Leute an. Jetzt schon hier Marktanalysen am machen, Leute. Erstmal noch ein bisschen grinden, würde ich sagen. Ja, alles klar. Dann kommen wir sogar schon jetzt zum Ende. Wir haben unsere typischen 1:10 fast erreicht. War heute mal ein bisschen anders, als man es sonst so von uns kennt. Sehr informativ, sehr konzentriert auf eine kleine Auswahl von Themen. Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Also ich fand gerade die Tipps jetzt über die Moderation echt spannend. Und wann hat man mal jemanden in seiner Runde sitzen, der wirklich das auch gelernt hat und der da in Schulung und so ist? Keine volle Ausbildung. Ein paar Kurse, wie gesagt, die haben sich das auch alle nur ausgedacht. Im Endeffekt ist es Theater. Ja. Alles Theater und Entertainment, die große Bühne. Und ein bisschen Talent vielleicht auch noch oben drauf. Genau, und vielen Dank, dass du auf jeden Fall auch dabei warst, Tamato. Ich werde das Video auf jeden Fall auch nochmal verlinken und wir werden dich wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal hier dabei gehabt haben. Ja, freut mich, war sehr cool. Also ich bin ja auch großer Fan von den Bananenbrüdern. Yes. Ich habe mir jetzt die Podcasts alle angehört und ich muss sagen, das ist eigentlich mein Lieblingspodcast, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Die Bananenbrüder. Die banalen Bananenbrüder. Nein, ich finde das immer so chillig, also wirklich. Ich habe mir eure Podcasts, also die drei Folgen, die es bis jetzt gibt, immer beim Workout angehört. Und das hat mir wirklich immer so ein bisschen Kraft gegeben, nochmal richtig anzugasen beim Workout. Energy Exchange. Also wirklich sehr chillig, nein, ich finde es wirklich Energy cool. Energy Exchange. Machen wir mal eine Workout-Folge. Ja, locker, auf jeden Fall. Da kommt dann so richtig antreibende Musik die ganze Zeit im Hintergrund, so 80s, so bam bam da 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 da, so, weißt du? Das wäre cool, machen Konzept. Wir machen Workout. Leute, seid ihr da? Und dann sind wir, weißt du, dann sind wir laut und sind ready und stehen. Oh je. Dann stehen wir alle eine Folge. Muss ich ja wieder mit Koffein an. Ja, auf jeden. Koffeintabletten. Ja, ich habe ja vor einem halben Jahr damit ungefähr aufgehört. Ja, ey, ne? Wir müssen alle gucken, wie wir uns da durchdopen. Ich glaube, Tamato hat am wenigsten Probleme. Ich muss mich Probleme. Schon irgendwie pushen, ey. Ja, auf jeden Fall. Schön war es mit euch. Haben viel gelernt. Danke, Tamato. Dann entlassen wir euch mal in den Morgen,
Mittag oder Abend oder vielleicht sogar die Nacht. Danke, Xabu. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao. Tschüss und passt auf Ziegen auf. Oh ja. Ziegen. Ganz wichtig. Die fressen euch alles weg. Es sind immer die Ziegen. Passt mir wirklich auf. Das liegt mir sehr am Herzen. Jetzt habt ihr mal das Original gehabt. Just to